Er riecht wie Kaffee, sieht aus wie Kaffee und schmeckt fast wie Kaffee. Lupinenkaffee. Der ist nicht nur koffein- und glutenfrei, sondern auch ein regionales Produkt. Vom Anbau bis zur Röstung sind es im Waldviertel in Niederösterreich gerade mal 300 Meter. Elke Weiß war bei der Herstellung des Kaffees mit dem wahrscheinlich kürzesten Transportweg mit dabei. Der Kaffee ist fertig. Er ist röstig wie Bohnenkaffee, wie man kennt. Und doch ganz anders. Lupinenkaffee ist ein Kaffeeersatz. Es ist auf jeden Fall die kaffeeähnlichste Alternative zu Kaffee, die ich kenne. Er hat aber auch irgendwie so ein bisschen an Nougat- und Vanille-Touch. Ich kann es nicht besser beschreiben. Also in die gerösteten Lupinen einmal reingerochen. Es ist total nougatig. Es kommt dann beim Brühen selber nicht ganz so raus, aber es ist auf jeden Fall da. Bernd Salat experimentiert gerne. Bei seiner Musik ebenso wie bei der Produktion von Kaffee. Heute wird geröstet. Nicht wie üblich Kaffeebohnen aus Brasilien, Kolumbien, Guatemala und Honduras. Es sind Lupinensamen aus St. Bernhard im Waldviertel. 9 Kilo dürfen in die Röstmaschine. Auf keinen Fall mehr, denn dann würden die Samen ungleichmäßig rösten. Die Süßlupinen gehören zu den sogenannten Leguminosen, eine Pflanzengattung, die in der Biolandwirtschaft sehr beliebt ist. Die Blüten bilden behaarte Hülsen. Daher kommt die Bezeichnung Wolfsbohne, weil die graue Behaarung einem Wolfspelz ähnelt. Bakterien an ihren Wurzeln binden Stickstoff und bringen diesen als natürlichen Dünger in den Boden ein. Demeterbauer Thomas Zurbeck baut Süßlupinen in höchster Qualität an. Seine Felder sind nur 300 Meter von der Kaffeerösterei entfernt. Der Betrieb ist prinzipiell nach Demeter-Richtlinien ausgerichtet. Der Kaffee, die Lupinen sind produziert in Demeter-Qualität, aber der Kaffee wird nicht zertifiziert. Für die ersten Röstversuche mit der Lupine holt Bernd Salat seinen alten Brotbackautomaten und den Heißluftföhn wieder hervor. Damit hatte alles begonnen. Es war die kostengünstigste Methode, ordentlich Kaffee zu rösten. Weil der Brotbackautomat, ich habe den abgeschlossen, also das Heizelement, dass nur mehr das Rührwerk überbleibt, also die Teflonkammer und der Rührer, der unten verbaut ist. Und über das Mikrofonstativ habe ich den Heißluftföhn halt, habe ich den Abstand geregelt von Hitzequelle zur Rösttrommel und mit einem Infrarotthermometer gemessen. Und das hat schön durchgemischt und die Hitze war da. Und wenn es zu viel war, habe ich einfach höher gestellt, dann war halt die Hitze weiter weg von der Rösttrommel. Und so war das um 50 Euro meine Röstmaschine für 1,5 Jahre. Als andere auf seinen Kaffee aufmerksam wurden, musste eine echte Röstmaschine her. Lupinensamen speichern die Röstwärme 4-mal so lange wie Kaffeebohnen. Es braucht also schon etwas Erfahrung, um die Röstung im richtigen Moment abzubrechen. Zwischen nicht fertig und verbrannt liegen nur Sekunden. Nicht nur wegen der schonenden Röstung ist der koffeinfreie, glutenfreie Kaffeeersatz in aller Munde. Beliebt ist er bei Menschen, die kein Koffein vertragen. Bis zu den Leuten, die halt einfach sehr akribisch drauf schauen, dass Produkte nicht weite Anreisewege haben. Ihnen wird normaler Kaffee total schmecken, aber die haben halt dem abgeschworen, nein, wir trinken keinen normalen Kaffee mehr, wir steigen auf etwas um, das regional ist. Und der Lupinenkaffee, und das steht auf dem Packerl, das war so ein Terminus, den wir uns auserkoren haben, es steht super regional drauf. Gewachsen in St. Bernhard, geröstet und gemahlen in St. Bernhard. Lupinenkaffee gibt es nicht als ganze Bohne. Die Kaffeebohne wird beim Rösten porös und somit mahlbar und die Lupine nicht. Die Lupine bleibt hart. Und wir haben uns dann eine Mühle, die am Kraftstrom hängt, zugelegt, wo wir den Lupinenkaffee vormahlen, ausschließlich, also mit ganzen Lupinenkörnern, gehen wir nicht raus, weil es keinen Sinn macht, weil die Mahlwerke in Haushaltsmaschinen einfach kaputt gehen, über kurz oder lang, und dann sind wir schuld, das wollen wir nicht. Und somit mahlen wir ihn vor und dann ist jede Filtrationszubereitungsart geeignet. Fertig ist der Lupinenkaffee. Ein Haarglätteisen erledigt das Verschließen der Kaffeepackungen, die für 14 € pro halbes Kilo online und in kleinen Kreislereien verkauft werden.